Meine Schwester Babu, eine harmoniebedürftige Frau, die ihr Studium für Haushalt und Kinder aufgegeben hat. Ihre Kochkünste sind einfach hervorragend. Scheiße! Dann brauch doch einmal bitte einen Aufzug. Das ist mein Schwager Pierre, seines Zeichens Literaturprofessor. Nach eigenen Angaben klüger als die Polizei erlaubt. Meiner Meinung nach ist er einfach ein kleinkarierter Besserwisser. Hallo Claude, ich habe ganz vergessen, dass heute Kostümparty ist. Ich habe ganz vergessen, wie witzig du bist. Das ist Claude, bester Freund meiner Schwester und schräger Vogel. Er trägt gern Orange und geht zur Pediküre. Hey, ein 85er Cheval Blanc. Echt gut, merci. Habe ich von einer Kundschaft bekommen, aber du musst ihn dekantieren, okay? Ich bin Victor, der einzig erfolgreiche Geschäftsmann in meiner Familie. Mit Immobilien lässt sich eben Kohle machen. Ohne mich läuft hier gar nichts. Warten wir mit dem Essen oder fangen wir an? Gib Jacqueline einfach eine Schachtel Zigaretten auf, das reicht dir. Aber sie raucht? Ja, erstaunlich, nicht wahr? Sie ist die einzige Frau, die jemals während der Schwangerschaft mit dem Rauchen angefangen hat. Pränataler Stress. Das ist meine Frau Jacqueline. Sie liebt nichts mehr als ihre Arbeit. Trotzdem wird sie mich in meinem Alter noch zum Vater machen. Ich lasse mir doch von niemand etwas sagen, der seine Kinder Atonas und Adina genannt hat. Okay, wir lieben Pfefferminztee. Du sagst wieder mal nichts dazu, du gehst darüber hinweg wie immer. Du merkst nicht einmal, dass das ein Scherz auf unsere Kosten war. Stell dich doch nicht blöd, du weißt genau, dass Adina und Adonas keine normalen Vornamen sind. Unsere Kinder haben abnormale Vornamen. Ja, was ist denn noch mit der normalen? Stopp! Und habt ihr schon eine Idee für den Vornamen eures Sohnes? Und das erfahren Sie am 4. November im Veranstaltungszentrum Wartberg ob der Eist.